Moin moin Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider. Und wir erinnern uns, bei der letzten Folge haben die uns ziemlich den Arsch aufgerissen hier im Dorf. Aber ich glaube, wir werden schon irgendwie durchkommen. Ich habe jetzt mir einfach gedacht, wir fliehen jetzt einfach und laufen weg. Ganz weit weg. Geht schon, oder? Geht hin. Aber davor. Warte mal, wenn der da nämlich passend dort ist. Wow, Alter, ganz ruhig. Bam, haben wir den erwischt. Oh shit, der hat überlebt. Lauf einfach. Ja, okay, das ist nicht laufen, Lara. Wo laufst du eigentlich? Das ist weg. So, mit der Pistole warst du immer schon besser dran. Oh fuck, ich bin an mein. Oh nein, ich bin an mein Mikro gekommen. Ah! Nein! Ich muss mal ganz kurz. Oh Gott, das war eine Katastrophe. Das überleben wir nicht. Okay, Leute, ich bin gerade an meinen Popschutz gekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Oh, schau mal, da sind. Das schaut ganz gut aus. Ah, diese verkackten Fallen. Kannst nicht mal. Das, was ich mir gerade denke. Wieso muss ich nicht nachladen? Ja, auf mit Feuerfallen zu schießen. Okay, warum denn dann noch? Übrigens, mir ist bewusst, dass ich gerade in letzter Zeit nicht geschafft habe, regelmäßig ein Video zu bringen. Und ich sollte mal mich konzentrieren, mir Headshots zu machen. Perfekt. Von Tomb Raider. Und das liegt übrigens am Bioshock. So, war's das? Okay. Boah. Gut. Was haben wir hier Schönes? Das war die falsche Taste. Aha, sehr geil. Alter Schwede. Waren das jetzt schon alle? Haben wir es jetzt echt geschafft? Finde ich ziemlich cool. Hallo? Immer schön die Sachen plündern. Das ist auch, was ich mir bei Bioshock Infinite angewöhnen muss. Immer schön die Sachen zu plündern. Denn das könnte uns immer den Arsch hatten. 2 von 3 Teilen von der Schrotflinte. Sehr cool. So, was ist das hier denn Schönes? Das sieht ja ekelhaft aus. Okay. Noch eine Opferung. Mein Gott. Was treibt sie bloß dazu? Das ist eine gute Frage, Lara. Und da sollten wir uns alle mal die Frage stellen, was treibt sie so etwas Grausamen? Ich denke mal, die Insel hat sie schon verrückt gemacht. Was soll denn das heißen? She will rise again. Ich kann immer noch kein Englisch. Obwohl das wahrscheinlich gar nicht mehr so schwer ist. Hä? So, zieh feste dran. Ich meine, es ist auch nicht schwer, da einfach mal kurz so Holz auszureißen. Aber was stehen denn die ganzen Hände hier? Aber das sieht schon mal sehr gut und richtig aus. Und da sind Flaschen. Und Dosen, okay. Und da hinten sind noch Kerzen, die noch angezündet sind. Okay. Okay. Verdammte Scheiße, immer drücke ich den falschen Knopf. Das ist nicht so toll. Und hier nochmal. Okay. Da ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ich dachte, jetzt fliegt sie zu weit. Das ist kein Bergungsgut und. Kann ich da was machen? Hm, scheint nicht so. Da lang. Da wird schon ziemlich eng. Wir haben ein optionales Grab gefunden. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Quelle der Tränen, okay.
Ja, wo soll ich das hinwerfen? Das ist jetzt die Frage. Was sagen unsere Sinne dazu? Nichts Interessantes. Achso, ich könnte allerdings. Ah. Versuchen, dass da Gewichte rankommen. Ich könnte allerdings auch schauen, ob ich hier einfach auf diese Seite draufklettern kann. Nein, kann sie natürlich nicht. Da geht's tief nach unten, Leute. Das könnte man sicherlich auch anzünden, oder? Ich weiß jetzt nicht, was da für ein Inhalt drin ist, aber... ja, Laura, lass es einfach fallen, ne? Boah, ich drück die ganze Zeit F statt E. Fail. Das dürfte jetzt gerne sagen, denn das war eindeutig ein Fail. Oh Gott. Hui. So, jetzt ist das unten und jetzt werfe ich die einfach wieder weg. In der Theorie ist es genau das, was ich mir denke. Funktioniert das? Nicht ganz. Und wenn ich... Los, 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 los. Oh mein Gott, beeil dich doch. Oh oh. Lass das unten, ja. Nein! Verdammte Scheiße, ich will jetzt nicht, dass es noch. Hallo? So. Was sagt denn jetzt unser Überlebensinstinkt? Wir sollen da irgendwo dahinter, ne? Verdammte Scheiße. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht, wie ich wollte, dass es funktioniert. Weil so kommen wir ja nicht drauf. Das ist, glaube ich, logisch, ja. Ja, das ist immer das Schöne eigentlich an den ganzen Gräbern, dass sie halt immer ein kleines Rätsel mit beinhalten. Was ist, wenn ich die da raufschmeiße und damit Feuer fallen? Okay. Also ich brauche 3, aber dann sinken die halt leicht komplett nach unten. Dann sind nicht jetzt wieder nur zur Hälfte untersinken, sondern er sinkt komplett nach unten. Okay, gehen wir mal davon aus, er sinkt nur unten. Dann muss doch da irgendwas anderes nach oben gehen. Ja, tatsächlich. Weil es ja immer ein Gegengewicht. Aber ich weiß nicht, was das uns jetzt sagen soll. Ja, ist wieder nicht einfach. Das Problem ist, ich komme auch nicht so einfach darauf. Dachte ich mir zumindest schon, dass ich da nicht einfach so raufkomme. Das heißt, wie muss ich vorgehen, dass ich da jetzt raufkomme? So, das fackelt jetzt ab, oder? Oder auch nicht.
Habt ihr eine Idee? Egal. Vielleicht sagt sie was. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Ja. Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Ja, die Dinger. Ja, wir erinnern uns vielleicht noch vor, ich weiß nicht, wie viele Parts das war. Oder welchen Part dazu, ist es zu lange her. Die Wächter in den Grabstätten, die waren brutal, Leute. Die waren nicht gerade ohne und ich schaue jetzt gerade, ob ich upgraden könnte. Irgendwie gefällt mir jetzt alles nicht, was ich gerne upgraden würde, geht dann nicht so. Dann meistern wir das mal. Und gucken mal, wie wir unsere Waffen modifizieren können. Genau da und jetzt schauen wir mal. Und Ausrüstung. Okay, die Bedienung wird erleichtert und der Schaden erhöht. Erhöhter Schaden ist immer gut. Das ist erstmal Regel Nummer 1. So, wie viel haben wir jetzt noch? 310. Ein größeres Magazin für 15 zusätzliche Kugeln. Ja, müssen wir seltener nachladen, das passt. Ich will jetzt sowieso ein bisschen mehr auf das Sturmgewehr gehen. Das ist nämlich doch recht stark. Okay. So, dann haben wir jetzt schon genügend gemacht und jetzt können wir uns eigentlich, genau, uns überlegen, wieder, wie wir darauf kommen. Also gut, nehmen wir mal Faktor. Wir haben hier das da. Wir haben die Teile, die ich jetzt nicht so gerne mag. Das Problem ist halt einfach. Wenn ich jetzt damit runtergehe, geht's wieder, steigt er wieder, gell? Okay. Ich bin echt ratlos. Ah, das könnte sogar hinhauen. Ja, jetzt. So, wenn er nämlich ganz oben ist, ist er auch eindeutig zu hoch, ne? Genau. Jetzt nehmen wir den mal wieder. Was ist denn los mit dir? Bist du betrunken, Lara? Kann ich es eigentlich jetzt hier fallen lassen, dass es da reinfliegt? Ach, bringt uns eh nichts. Ich dachte, dass es vielleicht auf das Gewicht fliegt, aber dann geht es eh nach oben und würde gar keinen Sinn machen. So. Also sind wir jetzt eh nicht aufs Gewicht fliegen, sondern komplett runterfliegen. So. Fakt ist, auch wir sind zu schwer, um alleine raufzugehen. Weil bei runtergehen steigt das Teil aber. Nein, 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 jetzt sind wir wieder an der falschen Stelle raufgegangen, ne? Weil wenn man natürlich nicht richtig raufkommt, kann man auch nicht sofort weiterspringen, was aber wichtig ist. Und na, haben wir es sogar geschafft. Wunderbar. Was haben wir denn da jetzt Schönes?